Bereiten Sie eine saubere, freie Arbeitsfläche auf einem Tisch vor. Zur Entsorgung von gebrauchtem Material sollten Sie einen offenen Behälter für den Müll bereitstellen. Alle EWMED-Drainagesets enthalten sterile Materialien, die Sie zur Sicherung und einfachen Drainage von einem Erguss benötigen. Zusätzlich empfehlen wir, für die Durchführung der Drainage folgende Produkte bereitzulegen: das EWMED-Verbandsmaterialset, alkoholisches Hautdesinfektionsspray. Dieses ist in Apotheken erhältlich. Bitte verwenden Sie hier kein Octenisept. Händedesinfektionsmittel, auch dieses erhalten Sie in Apotheken. Einmalhandschuhe. Nehmen Sie Ringe, Uhren und sonstige Schmuckstücke ab und waschen Sie als erstes gründlich Ihre Hände. Danach desinfizieren Sie diese. Ziehen Sie die Einmalhandschuhe an. Entfernen Sie den Verband über dem Katheter. Lösen Sie eine Ecke des Verbandes vorsichtig ab und ziehen Sie diesen langsam von der Haut. Hierbei ist darauf zu achten, dass nicht versehentlich am Katheter gezogen wird. Bitte verwenden Sie für die Abnahme des Verbands niemals Hilfsmittel wie beispielsweise Scheren. Sollten Sie eine Schwellung, Rötung, Flüssigkeitsansammlung oder andere Entzündungszeichen an der Austrittsstelle des Katheters bzw. am zweiten Hautschnitt feststellen, informieren Sie bitte umgehend Ihren behandelnden Arzt. Ziehen Sie die Handschuhe aus und desinfizieren Sie erneut Ihre Hände. Öffnen Sie die äußere Verpackung des Ihnen verordneten Drainagesets und entnehmen das Verbandmaterialset. Öffnen Sie die Verpackung des Verbandmaterialsets, indem Sie die beiden Beutelseiten von oben her auseinanderziehen. Legen Sie den selbstklebenden Folienverband beiseite. Legen Sie das Set mit der Lasche nach oben auf Ihren vorbereiteten Arbeitsbereich. Entfalten Sie das blaue Abdecktuch vorsichtig. Bitte berühren Sie die Innenseite des Tuches nicht. Lassen Sie die darin enthaltenen Artikel auf dem Abdecktuch liegen. Fassen Sie die Handschuhe an der Öffnung und ziehen Sie diese an. Achten Sie darauf, dass mit dem Handschuh keine unsterilen Gegenstände wie zum Beispiel Haut oder Kleidung berührt werden. Reißen Sie die Verpackung der Alkoholtupfer auf einer Seite auf. Die Alkoholtupfer nicht aus der Verpackung nehmen. Öffnen Sie die jeweilige Verpackung so, dass Sie diese später auf das Sicherheitsventil stecken können. Legen Sie die vorbereiteten Alkoholtupfer zurück an den Rand des blauen Abdecktuchs. Lösen Sie vorsichtig die Silikon- oder Schutzkappe vom Katheterende und entsorgen diese. Stecken Sie das Sicherheitsventil in eine bereits vorgeformte Verpackung eines Alkoholtupfers und desinfizieren Sie das Sicherheitsventil durch leichte drehende Bewegungen. Belassen Sie das Sicherheitsventil in dieser Verpackung. Öffnen Sie die Verpackung der Vakuumflasche und entnehmen Sie diese. Die Artikel in der Verpackung sind steril. Es ist besonders wichtig, dass der Einführstift steril bleibt. Stellen Sie die Flasche neben das blaue Tuch. Entfernen Sie das Papierband vom Verbindungsschlauch und entrollen Sie den Verbindungsschlauch. Legen Sie den Einführstift neben die anderen sterilen Artikel auf das blaue Tuch. Drehen Sie das Rad an der Rollklemme Richtung Flasche, bis die Klemme vollständig geschlossen ist. Halten Sie den Einführstift weiterhin am Ansatz fest und ziehen Sie die Schutzhülle vorsichtig vom Einführstift ab. Entfernen Sie die Verpackung mit dem Alkoholtupfer vom Sicherheitsventil und schieben Sie den Einführstift in das Sicherheitsventil. Das Einrasten ist hör- und spürbar. Bitte beachten Sie, in das Sicherheitsventil darf ausschließlich nur der Einführstift des Drainagesets eingeführt werden. Entfernen Sie nun die Sicherungskappe, indem Sie sie am oberen Teil fassen und nach außen ziehen.
Halten Sie die Flasche mit einer Hand fest und drücken Sie den weißen Einführdorn mit der anderen Hand vorsichtig nach unten, um das Foliensiegel zu durchstechen. Drehen Sie die Rolle an der Klemme langsam von der Vakuumflasche weg, damit die Drainage beginnen kann. Die Flüssigkeit fließt nun in die Vakuumflasche. Durch teilweises Schließen der Klemme kann der Flüssigkeitsstrom verlangsamt werden. Beim Erreichen des vom Arzt empfohlenen Drainagevolumens beenden Sie die Drainage durch Stützen der Rollklemme. An der Flasche selbst können Sie das Drainagevolumen ablesen. Dieses kann in den Tabellen Drainageaufzeichnungen, in der beiliegenden Gebrauchsanweisung oder der Patienteninformation eingetragen werden. Trennen Sie das Reservoir vom Katheter und desinfizieren Sie das Katheterventil. Nehmen Sie die beigelegte Pleurix-Schutzkappe zur Hand. Nun müssen Sie die Schutzkappe an das Sicherheitsventil des Katheters anbringen. Dafür setzen Sie die neue Schutzkappe auf das Sicherheitsventil und drehen diese im Uhrzeigersinn, bis sie fest einrastet. Besprühen Sie den Bereich um die Katheteraustrittsstelle mit dem alkoholischen Hautdesinfektionsspray. Wenn die Wunde verheilt ist und die Fäden gezogen sind, darf hierzu ein Alkoholtupfer verwendet werden. Beachten Sie hierbei eine Einwirkzeit von 30 Sekunden. Bitte achten Sie außerdem darauf, dass nach der Einwirkzeit die Katheteraustrittsstelle und die Haut um den Katheter trocken sind. Erst dann darf ein neuer Verband angebracht werden. Legen Sie nun die Schaumstoff-Schlitzkompresse mit dem Schlitz nach oben um den Katheter herum. Rollen Sie den Katheter wie eine Schnecke auf und legen Sie ihn auf die Schaumstoff-Schlitzkompresse. Decken Sie den Katheter mit den Mullkompressen ab. Ziehen Sie nun bitte beide Handschuhe aus. Nehmen Sie den selbstklebenden Folienverband zur Hand. Dieser besteht aus drei Lagen: einer unbedruckten Schutzfolie, dem selbstklebenden Folienverband und der bedruckten Schutzfolie. Nun legen Sie bitte die selbstklebende Oberfläche frei, indem Sie die bedruckte Schutzfolie abziehen. Zentrieren Sie den selbstklebenden Folienverband über die Mullkompressen und legen Sie diesen auf der umliegenden Haut an. Lösen Sie das mittlere Teil der unbedruckten Schutzfolie vom Folienverband ab. Entfernen Sie den Rahmen der unbedruckten Schutzfolie vorsichtig vom Folienverband und streichen Sie den gesamten selbstklebenden Folienverband von der Mitte zu den Rändern hin glatt. Für die folgenden Schritte bereiten Sie bitte ein Tuch und einen Plastikbeutel vor. Öffnen und schließen Sie die Rollenklemme, um den Restsog auszugleichen. Legen Sie beide Daumen unter das abgerundete Ende des Flaschenöffners und die Zeigefinger oben auf das gegenüberliegende Ende. Mit den Daumen fest nach oben drücken, um den Flaschenöffner und den flexiblen Deckel von der Flasche zu entfernen. Ziehen Sie den Drainageschlauch vorsichtig vom Flaschenöffner ab. Drücken Sie das spitze Ende des Flaschenöffners in die Öffnung der Flasche und drehen Sie die Flasche, um die Öffnung zu vergrößern. Leeren Sie den Inhalt der Flasche in die Toilette. Stecken Sie die leere Flasche in die zuvor gerichtete Plastiktüte und verschließen diese fest. Entsorgen Sie nun diese im Restmüll. Achtung! Wenn bei diesem Vorgang Flüssigkeit ausläuft, reinigen Sie Ihre Haut mit Wasser und Seife. Für Oberflächen verwenden Sie ein geeignetes Reinigungsmittel. Je nachdem, wie oft Sie eine Drainage durchführen, sollten Sie rechtzeitig Drainagesets nachbestellen. Zur Nachversorgung von Drainagematerial müssen Sie ein Folgerezept bei Ihrem Hausarzt anfordern.
Um mit Ihrer Krankenkasse abrechnen zu können, benötigen wir zeitnah Ihr Rezept im Original. Bitte senden Sie uns hierzu schnellstmöglich Ihr Originalrezept per Post. Unsere Adresse lautet EVIMED GmbH, Dorfstraße 24 in 72379 Hechingen. Hierzu finden Sie zwei Freiumschläge in Ihrer Patientenakte.